Regen so kurz ausruhen, um mal regnen zu können. Ja, das reicht. Davon. Ja. Yeah. Okay. Jetzt dreimal Nacht auf Uthurin Ashir. Wie gemacht. Ach komm. Ich will doch nur reiten. So. Ja, wie ich gesehen habe, ist Just Cause 2 nicht sehr beliebt. Wahrscheinlich auch, weil es ein anderes Genre ist. Schade drum. Aber ja, ich werde warten, bis mehr Aufrufe kommen. Und vor allem Likes, damit ich es weitermachen kann. Bei mir macht es natürlich Spaß, aber ich schaue am liebsten auf euch. Und ja. Dafür ist ja Regnum wieder sehr beliebt. Und ja, Hexit ist jetzt momentan auch nicht so beliebt, wahrscheinlich weil ich sehr viele Parts rausgehauen habe. Mir macht das einfach am meisten Spaß momentan, Hexit. Ja. So. Hier haben wir Schamanenzauber, okay. Wir müssen hier mal Energiebarriere höher machen. Und Feuersbrunst. Nein, der ist nicht so gut. Aber Käferschwamm auf Level 2. Blindheit ist... Naja, geht so. Segen ist ein sehr guter Buff. Gegen Paladine und so. Und nein, nicht gegen Paladine, gegen Jäger. Die haben auch zwei Chancen. Bärenstärke ist halt für die Krieger. Aber das gehen wir da nicht. Gesegnete Waffe. Könnten wir skinnen? Keine Ahnung, wie viel wir noch frei haben. Das Magiebann ist sehr hilfreich dann. Fuchsverstand. Ja, brauchen wir als Beschwörer jetzt nicht unbedingt so viel. Massenverbannung Magie. Also hier müssen wir nichts skillen. Hier und... Ja. Also ehrgeizige Aufopferung ist sehr gut beim Beschwörer, weil er ja die Pets hat beim Leveln. Und dadurch eigentlich fast kein Leben verliert, kann er dann immer wieder Mana auffrischen, dann noch mehr beschwören. Ja, Mana Pool brauchen wir sowieso, Mana Pylon.
Okay. Synergiebildung. Mana Brand. Ja, müssen halt warten. Okay, hier und hier. Nehmen wir kurz die Quest an. Und dann gehen wir schräg nach rüben. So, Titlan, der ist sowieso hier. Gut. Dranarberg. So, wir haben einen Ring. Gut, und hier eine Notiz an Ragnar. Ey, was ist los? Ja, noch kurz zurück. Ich bin gespannt, wie gut es mit dem Leveln geht, mit diesem Charakter. Ich habe gehört, es soll gar nicht mal so schlecht sein. Also dadurch, dass er es nicht pausieren muss, ist es relativ gut. Ah, wieder hier zurück. Und der Damage kommt wahrscheinlich mit den Beschwörungen. Ich habe keine Ahnung. Oh, es nervt langsam. Das hin und her. Macht es doch mit Telepathie, dann müsst ihr nicht immer wieder einen Boten schicken. So, zuerst zur Lahminsel und dann zum Dranarberg. Sieht das komisch aus. Mit den dünnen Bäumen da hinten. Sehr düster. Beschwerer hat eben auch noch Buffs und so. Zwar nicht so viele wie der Paladin, aber schon recht gute. Und ja, ist vor allem ausgelegt aufs Heilen, Unterstützen und ja, wegbleiben vom Game. Ich denke, es ist die optimale Klasse für mich. Was mich vielleicht ein bisschen nervt, sind die kurzen Abklingzeiten, also die Beschwörungen halten nicht lange und die Buffs halten nicht lange. Aber ich denke, das wird sich dann mit der Zeit verbessern. Also ich denke, die Skills werden länger mit erhöhtem Skill-Level. Ah, Schaman lang, sag doch das. Diese Frau jammert wieder herum. Wie kein anderer. Sing mal besser. Sonst hau ich dich auf die Fresse. Hau ich dir eins auf die Fresse, hä? Schlimmer Schamasch. Ja. Jetzt muss ich noch so einen Schamanenzauber töten. Hier hast du mal einen Feuerball. Die schütze mich. Ha. Du hast keine Chance. Und fertig. Oh mein Gott. Und wir haben einen Anhänger. Anfängerarmschienen.
Für Stufe 10. So, jetzt zum Dranaberg. Es ist nichts los, gar nichts los. Das sind wahrscheinlich die Eisen eben nach. So erfolgreich in der Nacht, weil niemand da ist. Warte, ja, niemand chatten will. Wie die Animation so extrem aufs Minimalste reduziert sind. Ja, die Entwickler sind nicht sehr talentiert. Aber trotzdem, es macht doch Spaß. Auf so weit sagt man eben nicht. So, Dranaberg. Wir müssen wahrscheinlich quasseln, stimmt doch. Und hier müssen wir wahrscheinlich die Aquantis töten. Ja. Ich weiß noch alles. So, geht's runter.